Peng, Servus und Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Jacob Plays zu Transport Fever 2 und meinem zweiten Projekt meiner zweiten Staffel, die Folge Nummer 20. Ein Rhythm Sandbox Game, eine Wirtschaftssimulations-Schwimmbau-Story. Mixery, für alle, die mich kennen, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Für alle, die mich noch nicht kennen, schön, dass ihr mich gefunden habt. Und ja, kleines Jubiläumsvideo sozusagen. Die 20. Folge der zweiten Staffel ist für mich schon eine ganze Menge als kleiner YouTuber. Und für mich gilt natürlich auch immer die Fragestellung, wie lange halte ich es denn durch? Wann sterbe ich eigentlich weg? Ich bin noch da, ich lebe noch, ich mache noch Videos, mega cool. Macht auch voll Spaß, die zweite Staffel ist sowieso echt cool, muss ich sagen. Also ich glaube, das, was mich hier früher oder später wieder um den Verstand bringt, wird die Performance sein. Ist halt so, aber jetzt soll nicht gejammert werden, wir machen erstmal weiter. Nutzt unbedingt die angelegten Videokapitel, die findet ihr in der Timebar des Videos oder auch in der Videobeschreibung unter diesem Video. Sicherlich wichtig und richtig für diejenigen von euch, die einzelne Themen zu low oder langweilig finden, um sie zu überspringen. Das Video wird ganz bestimmt Überlänge haben. Was Überlänge heißt, weiß ich nicht so genau, aber wir sind länger als 20 Minuten, vielleicht auch länger als 40 Minuten oder mehr. Da bin ich mal ungeplant zum Anfang des Videos und habe noch keinen blassen Schimmer. Aber mir ein bisschen was notiert, schaut's mal hier. Die To-Do-Liste, die der liebe Jonas pflegt, besten Dank, lieber Jonas, dafür. Die basiert hauptsächlich auf den Kommentaren, welche ihr kreativ, innovativ, konstruktiv unter die Videos der zweiten Staffel hämmert. Oder einfach Wünsche, Veränderungswünsche oder generelle Wünsche habt. Und diese Liste habe ich mir vorgenommen und werde ein bisschen was davon heute abarbeiten oder modifizieren, was denn so im Rahmen meiner Möglichkeiten möglich ist. Genau, ihr findet diese Liste übrigens auch zu eurem eigenen Einblick auf Discord. Wenn ihr noch nicht da seid, kommt unbedingt vorbei. Auf Discord findet ihr übrigens auch eine relativ große Community mit mittlerweile mehr als 100 Usern, Teilnehmern. Und auf Discord findet ihr zu dieser zweiten Staffel auch die schöne Karte, die ich immer wieder mal manchmal einblende. Da die Hochkantformat ist die gar nicht so cool hier auf YouTube darzustellen. Auf Discord könnt ihr sie anklicken und dann mal reinzoomen, denn erkennt ihr viel mehr noch im Detailgrad dieser erstellten Karte, die auch weiterhin lebt und wächst, auch auf Discord aktualisiert wird, genau wie die To-Do-Liste. Denn die Staffel lebt und wächst ja auch noch schließlich weiter. Auf Discord findet ihr auch noch viele, viele andere Sachen zur ersten Staffel, zum Schwimmerprojekt Freifeld und halt generell ein bisschen Spaß, Kommunikation, Fun mit all den anderen Usern. So, viel Eigenwerbung, gell? 20. Folge, darf ich mal. Marco wird bestimmt wieder bald anfangen zu meckern. Oh, cool. Schön, schön. Genau, er bringt das verarbeitete oder raffinerierte Öl zur Raffinerie, um daraus Kraftstoff zu machen. Und mega, wie viele Passagiere hier unterwegs sind. RB2 Richtung Horgau, 452. Also da kommen wir später nochmal zu. Da müssen wir definitiv auch Änderungen vornehmen. So geht das ja nicht weiter. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich blende mich mal aus. Erster Punkt ist auch den wir schon begleitet haben, die Doppeltraktion, welche sich auch übrigens der Jonas damals gewünscht hatte. Fahrzeuge verwalten, eigentlich schon wieder zu viel getan. Zack, rauf. Und da hatte ich noch von der Doppeltraktion von der 218er eine falsche Farbgebung genommen. Die Altrot war falsch, er wollte Orientrot. Altrot taugt mir übrigens besser, lieber Jonas. Und übrigens auch gefällt mir doch noch Verkehrsrot sogar besser als Orientrot. Aber dein Wunsch sei mir Befehl. Schnack, schnack. Habe ich jetzt überhaupt was gemacht? Natürlich nicht. Jetzt, dein Wunsch sei mir Befehl. Und du kriegst deine Orientrote 218er. Bisschen mühselig, die nach vorne zu swippen. Wie ist denn so? Die Altrot kommt raus. Warum ich dafür 6 Millionen bezahle, weiß ich gar nicht so ganz genau, aber sei es drum, eigentlich dachte ich, ich tausche ja fast nur aus. Der Lackierer braucht bestimmt keine 6 Millionen dafür, wenn es im Werk gemacht wird, gell? Quatschgeschichte schon wieder, falsch erzählt, glaube ich. So, da wäre auch noch zu sagen, ich denke, wir sind über dem Berg hinsichtlich der monetären Aspekte und wir können tatsächlich mit dem Geld mittlerweile wirtschaften und haben hoffentlich eine generell mal positive Bilanz, auch wenn wir heute nochmal ordentlich was raushämmern werden. Die Gesamtbilanz, schaut's mal hier, bei 47 Millionen. Puh, wieso ist die hier schon wieder so gering ausgefallen? Weiß keiner so genau. Und dann hier sogar 80 Millionen. Ja, bestimmt, weil die Wege der einzelnen größten, profitabelsten Linien bisher, Güterlinien, sehr lang sind und der gar nicht jedes Mal per Anno, also per Jahr, die Linie einmal abfährt. So viel dazu, dann geht's weiter. Der liebe Hummels hat sich die 185er in der Martin-Luther-Variante gewünscht.
Auch da soll dein Wunsch mir Befehl sein. Wir fliegen mal zu der Güter 3 Lebensmittel 1. Meiner Meinung nach die einzige Garnitur, die derzeit so eine Lok verträgt. Ist gerade zurück unterwegs zur Lebensmittelfabrik. Fahrzeuge verwalten. Und die 151, ich finde sie cool. Die wird sicherlich auch wiederkommen. Aber um heute erstmal ein bisschen was zu tun in der Jubiläumsfolge und eure Wünsche zu erfüllen, tauschen wir die mal aus. In der Hoffnung, dass es denn nicht so viel wird hinsichtlich der Kosten. So, war die hierbei. Hier. Jetzt fragt mich mal wieder einer, gedreht oder nicht gedreht. Schw.pantograph ist der Schweizer, gell? Den brauchen wir nicht zwingend hier. Für Limethy könnten wir einen Schweizer Pantograph mal reinballern. Aber was ist jetzt gedreht und was ist nicht gedreht? Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach die nicht gedrehte. Auch wenn ich nicht weiß, warum ich die nehme. Die mache ich aber erst raus, habe ich von dem Bombi gelernt. Denn erst wenn vorne keine Lokomotive an der Zuggarnitur hängt, wird die neue vorne dran gehangen. Sonst wandert sie ans Ende des Zuges und muss wieder durchswippen. So, 6,4 Millionen kostet mich der Spaß. Ändern für. Und es kostet sogar durchgehend mehr Geld. Wahrscheinlich, weil die andere Lok an Wert verliert, gell? Geändert. Lieber Hummels, ich weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht habe. Mich wundert es ja, dass dir das so gefällt hier. Ich lasse ihn mal fahren. Auf Martin Luther. Dann RB und IC Update. Tja, da ist auch die Frage. Da müssen wir tatsächlich mal kurz ein Stück weit analysieren. Ich zoome die Karte im Hochkantformat wieder auf. Nord. Und wir schauen einfach mal bei den Stationen fix rein. Suchen wir uns irgendeinen Hotspot, wo wir uns hier hinstellen. Wollen wir schon gucken? Ah, ist das drum. Wie schaut's? Achso, wir wollten die Station erstmal abgrasen. Hier, jetzt ab. Cargo. Cargo, Passagiere. Malchow, krass, gell, was in Malchow abgeht. Und da warten tatsächlich unheimlich viele auf dem IC1. Und in Velo ebenfalls. Und in Horgau ist es auch der IC1 noch maximal. Waldsassen. Okay, da fährt gar kein IC1. Strem. Das ist der RB1. Heißt, ich glaube, am ehesten werden wir. Können wir das nach Linien mal teilen? Gut. Der IC1. Pam, der ist auch gut unterwegs. Nimmt gut eins. Den werden wir mit der nächsten Zuggarnitur versehen. Denn jetzt haben wir gerade 3 drauf. Und dann würde ich tatsächlich noch eine Ach so. Muss ich die von hier reinfahren lassen, gell? Naja. So, und wir nehmen eigentlich noch ein Rarejet. Obwohl ich auf den Talgo auch Bock hätte. Den habe ich noch nie gehabt. Ich weiß gar nicht, ob der liebe Yannick sich noch einen Talgo gewünscht hatte. War mir nicht mal so. Weiß nicht mehr so genau. Ich glaube, wir wollten Nürnberg Express haben, gell? Da brauche ich wieder Hilfe, den aufzugleisen. Sonst kriege ich ja nicht mehr sauber hin. Wir hauen den mal einfach rauf. Habe ich noch nie fahren gelassen. Ob das jetzt so cool ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich muss sagen, diesen Zug sehe ich auch wirklich wenig irgendwo in anderen YouTube-Videos. Eigentlich so gut wie nirgendwo. Ja, natürlich die ICs, die IRs, Interregios, die Railjets, alles überall hoch und runter. Aber so ein Talgo sehe ich eigentlich irgendwie gefühlt nie. So, auf geht's. Tja, da bin ich mal interessiert.
gespannt, was ihr dazu sagt. Bin tatsächlich auch noch nie selber mit einem gefahren. Wie und wo auch, oder? Ich weiß, in Spanien gibt es welche. Na gut, also lassen wir den mal losfahren. Jetzt ist meine To-Do-Liste zugegangen auf meinem anderen Bildschirm. Und dann geht's auch weiter. Ja, das geschulte Auge von Yannick, aber auch von einigen anderen, haben es gesehen, dass tatsächlich auch beim IC1 irgendwo bei einer Garnitur, war es denn bei der hier, fehlt der Steuerwagen. Genau, und den werden wir natürlich jetzt damit anbauen. Kann nur gewähltes Fahrzeug klonen, gewähltes Fahrzeug ändern. Richtig sein. Ob ich die hier so schnell finde, wir werden sehen. Zack. Und es wird wohl der sein. Zack. Jetzt sieht er hier übrigens von der, im Menü von der Farbgebung wieder ein bisschen verblasster aus im Weiß-Gell. Aber er wird so sein, wir schauen uns das gleich mal im Real an. Oder gibt es da verschiedene Varianten nochmal? Einfach Versionen. Eigentlich nett, gell? Zack. Also, hinterher. Ich mach mal kurz Pause. Und dann schauen wir mal drauf. Nee. Wäre auch schlimm. Schaut gut aus. Und der hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hab ich richtig gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waggons. Auch da die große Preisfrage in eure Richtung. Ist das korrekt? Oder wie viele Waggons sollte er denn eigentlich haben? Gut, so viel mal dazu. Jetzt könnte man noch glatt den RB2 hinterfragen, weil Sassen RB2 436 und in Lohberg nur 19 in dem Fall. Ich lasse es erstmal so stehen, da kommen wir später nochmal zu. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar schauen wir uns nochmal hinsichtlich dem Rollmaterial den guten IC-Bus an. Hier steht in Kattelbogen-Kempenich Bus 1, also der Überlandbus 65 Fahrgäste. Und hier drüben in Kempenich stehen 96 Fahrgäste für den Überlandbus. Heißt ganz klar, hier muss auch was passieren. Wenn ich mir die Busse anschaue. Wieso zeigt er mir den nicht an? Gute Frage. Denn halt so, gell? Ertrag der Linie. 476, okay, und Cargo, die sind alle voll. Also ich sag, wir könnten mindestens noch zwei Busse auf die Reise schicken. Und das werden wir jetzt einfach tun. Ob wir ein bisschen Mischmasch brauchen. Wo ist denn hier das Depot? Depot. Habe ich überhaupt eins gebaut? Wieso sehe ich es nicht? Da habe ich wohl keins gebaut. Dann gehen wir halt hier drüber. Also, ob wir Mischmasch machen oder weiter wirklich die ICE-Lackgebung kaufen, weiß ich noch gar nicht. So ein Flixbus als Alternative wäre auch cool. Ach komm, wir nehmen aber die IC-Busse weiter. Dann ist es einheitlich. Und Kattelbogen, Kempenich, beide Bus 1. In dem Sinne. Gute Fahrt. So. Dann kommen wir weiter zu dem nächsten Thema Benennung. Und der liebe Johnny Gamer hat sich gewünscht, dass wir den RB1 in die RB36 umbenennen, da es die Linie ist, die bei Ihnen direkt an der Haustür vorbeigeht. Also wenn es nur so eine einfachen Wünsche geben würde, wäre es natürlich mega. Bin ich dabei. ob ich später mal wieder umänder oder nochmals abänder, RB
36, sind wir dahingestellt. Ich weiß nicht mal, wo der RB36 fährt, lieber Johnny Gamer. Mach uns gerne schlauer, wenn es dann nicht schon die Zuschauer selber wissen. Schreib's mal in die Kommentare, von wonach, wo der RB36 fährt. Wenn du es nicht auch schon getan hast und ich nur wieder vergessen habe. So, dann geht es noch ein bisschen um die Benennung. Und da wollte ich mal kurz über die Karte fliegen, ein bisschen was umkrempeln. Und zwar der Güterbahnhof hier, Kattelbogen Cargo City wollte ich es einfach nennen. Was haben wir hier noch? Kattelbogen Ölquelle passt. Hier ist sonst noch nichts weiter. Wie heißt denn hier eigentlich die Busstation? Oberkempenich, das würde ich auch gern in Zopkempenich umändern. So, macht ja nur Sinn. Ob Kempenich jeweils jemals ans richtige Netz angebunden wird, ans Schienennetz, weiß ich noch gar nicht, gell? Horgau Güterumschlag 1 und das hier ist Horgau Güterumschlag Terminal 2, passt auch. Das ist der Horgau Hauptbahnhof. Hier drüben haben wir Waldsassen Bahnhof Waldsassen. Okay, kann ich auch mitleben. Welden Ölraffinerie Barscht. Und ich glaube, im gröbsten wäre es das schon mal. Hier oben übrigens, ganz im Norden, habe ich schon Anpassungen vorgenommen. Bei den Bauernhöfen, da ist das hier Untersteinach Agrar AG Betrieb 3. Betrieb 1 und hier hinten Betrieb 2. Gut. Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Velo wollte ich mal checken, aber Velo sollte auch passen. Velo Hauptbahnhof passt auch. Gut, jetzt aber der nächste Punkt. Der liebe Hummels und der liebe Marco haben sich zum Thema Straßenupdate geäußert. Zum einmal für den IC. Ist es schon mal sicherlich wichtig, aber auch für die LKW-Verbindung wäre es nicht schlecht, die ja schon eingerichtet sind. Der Hummels geht gleich so weit und wünscht sich die Welt am besten eine Autobahn, zumindest ein Autobahnkreuz, soweit ich es verstanden habe. Oder generell ein Landstraßenkreuz bestehend aus den Mods der Autobahn. Lieber Hummels, würde ich sehr gern tun, aber ich bin einfach noch gar nicht in der Lage, noch gar nicht befähigt dazu. Von daher beziehe ich mich mal aufs Wesentliche und nutze hier einfach die Möglichkeit, eine adäquate Landstraße draus zu machen. Kleine Landstraße mit 60 km/h und die Größe mit 80, okay. Ob wir das Ganze noch begradigen sollten? Teilweise denke ich mir irgendwie schon, oder? Ein Stück können wir es ja machen im Sinne vom Schönbau. Gell? Los, komm. Das ist ja schnell gemacht. Auch das hier, ja, ich meine, schlimm ist auch nicht, aber schön ist auch nicht irgendwie. Ob es jetzt ein wirklicher Beitrag ist, steht mal auch auf einem anderen Blatt, gell? Aber ein bisschen begradigen kann ja nicht schaden. Und vielleicht fahren wir hier einfach auch direkt vorbei. Gut, dann zack. Also, Zauberstab. Ah, was ist denn hier für eine Brücke? Jedenfalls auch keine Landstraße bisher. Was passiert? Oh nein, weggeheimert. Naja, sei es drum. Dann hier, Modifikation. Modifikation. Zack. So. Und dann tun wir den Rest mal selber ein bisschen nachziehen. Okay.
So. Tja, wie macht man das am schönsten? Moment. So wird doch vielleicht ein Schuh draus, oder? Zack. Zu hohe Steigung, Gefälle? Nö. Barscht. Barscht, barscht, barscht. Barscht alles. Zack. Nochmal schnell fix ein bisschen glätten. Nachpinseln. Und ja, wenn irgendwann mal ein Ende in Sicht ist, die Zeit reif ist, kann man sicherlich entlang der Strecke, ob jetzt auf dem Gleis oder auf der Straße, vielleicht noch ein bisschen mal rumspielen, auch im Sinne vom Schönbau. Kleine Siedlung anlegen oder zumindest mal ein paar Seitenbegrenzungsbarken, wie sie auch mal richtig heißen mögen, anlegen. Oder. Aber dazu sicherlich später mehr. Gut. Hier wird Probleme mit der Linie. Hier wird nicht. Der sucht sich zurück seinen Weg auf die eigentliche Strecke. Jetzt ein bisschen abhanden gekommen. Die ändere ich noch um, gell? So, jetzt. Dasselbe brauchen wir auch für die LKWs. Und da habe ich im letzten Video auch schon festgestellt, was ein Fuhrwerk hier. Hier fahren die tatsächlich mit 30 durch. Das müssen wir ändern und ich weiß nicht, ob es in der Stadt Sinn macht, direkt mit der Landstraße loszujubeln. Da würde er wieder alles auch weghämmern, gell? Die anliegenden Straßen. Zwei Gebäude entfernt, sechs verschoben. Machen wir es mal so. Die KI wird es mir hoffentlich verzeihen und wieder neu bauen. Und dann geht's ab hier weiter. Achso. Stück nicht gemacht. Jetzt. So, hier hinten geht es ja auch weiter mit den LKWs, die noch bis nach Horgau und viel weiter fahren. Stimmt, hier drüben fahren sie irgendwo auch. Wo geht's weiter? Ach, hier hinten. Und hier haben wir tatsächlich schon standesgemäße Landstraßen installiert, damit hier ein 50er Verkehr möglich ist. Mit 70 km/h. Just in dem Moment. Herrlich. Müssen wir noch was pinseln? Ein bisschen glätten? Eigentlich nicht, ne? Das soll so passen. Gut. So viel mal dazu. Woanders wüsste ich gerade nicht, wo Straßenoptimierung zwingend nötig wäre. Vielleicht später dazu noch mehr, am Ende des Videos, wenn er noch Zeit ist. Dann hatte ich noch das Thema Masten an Dieselstrecken. Und ja, wir haben ja zum einen die Dieselstrecke der Doppeltraktion, der 218er vom lieben Jonas. Ah, muss mal wieder. Wo bin ich? Hier. Die bis nach Flombom geht. Flomborn. So. Die würde ich auch erstmal bestehen lassen als elektrifizierte Strecke, da hier noch was passieren wird. Wenn nicht sogar später mal ein ICE sich hier durchschlängeln wird. Der liebe Vinci hat auch noch einen Wunsch in der ICE3 Garnitur. Die werde ich sicherlich früher oder später auf die Hauptstrecke setzen. Aber die könnte auch nach Flombon fahren. Wir haben aber hier im Norden, wo wir in den letzten Videos die ganzen Ludmillas positioniert haben, glaube ich, nie wieder die Not, dass hier Strom fließt. Und von daher würde ich tatsächlich hier auch noch eine Modifikation vornehmen wollen. Muss kurz schauen. Ist es die hier? Bin ich
ich da richtig? Na, jetzt weiß ich es aber wieder nicht. So. Das muss es sein, oder? Schnell mal geluschert hier. Ja. Also so eine Strecke ohne Oberleitungsmasten sieht auch schon echt nackt aus. Zum Glück sind ein paar Signale da. Aber was nicht muss, das muss nicht, gell? Und ja, wie schon tausendmal gesagt, die Geschwindigkeitsanpassung, die erfolgt irgendwann später auch mal in einem Zug über die ganze Map. So, wir erwischen hier das letzte Gleis. So. So. Und dann hier hinten lang. Zack. 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 Gleich mal in den Bahnhöfen reinschielen. Und gucken, wie ich da anpasse. So, und tatsächlich kann selbst bis hier die Oberleitungsmasten rausgenommen werden. So. So schaut das aus, gell? Ob das so der Realität entspricht oder ob tatsächlich die Masten ein Stück oder die Oberleitungsfahrträder ein Stück auf die Strecke gehen und dann einfach gekappt sind mit dem letzten Mast, weiß nicht. Aber da kann definitiv nie wieder eine E-Lok langfahren. So viel dazu, das haben wir auch. Dann geht's um die Verlängerung, den Weiterbau der RB2. Das ist ein bisschen was Größeres. Wir rutschen mal wieder in den Süden. Offenbach, genau, wird der nächste Ort sein. Vielleicht mal kurz noch ein bisschen rausgezoomt. Natürlich ist in Flombourne schon die, sind die Gleise vorgehalten, um weiter in Richtung Norden zu gehen. Durchs Bergmassiv sozusagen. Vorbei an Gramco, ob das passiert und Gramco angeboten wird, weiß ich noch nicht. Aber mindestens bis nach Frauenwald und sicherlich auch hier rüber. Aber im Wasser entlang gibt es die zweite Strecke, die RB und die machen wir einfach jetzt mal. Und ja, da ich gesagt habe, wir wollen ein bisschen Überlänge produzieren, kann man das auch ganz gemütlich gemeinsam machen. Suchen uns hier mal den perfekten Punkt für den Bahnhof. Und wenn ich mir das anschaue, denke ich mir fast, wir legen den an die linke Seite. So, und ich sollte mir tatsächlich mal noch ein paar neue Bahnhöfe reinladen. Ich nehme mal hier das Vanilla-Set mit den 240ern. Wie groß ist überhaupt der Ort? Mensch, checke, 146. Also reicht es vollkommen aus. Und dann müsste das ja eigentlich so gehen. Wollen wir Durchgangsgleise machen? Hat es irgendeinen Sinn? Ach, warum denn nicht, oder? Zack. Und wird es hier Bahnübergänge geben? Fragen über Fragen. Wir schauen es uns an. Und überlesen noch ein bisschen. 240 sind 6 Module, gell? Wie lang ist denn der Bahnhof eigentlich? Müssen wir nochmal schnell schauen. Wir sind schon wieder ein bisschen raus aus der Übung. Der wird aber genauso lang sein, gell? Ich halte mal schnell drüber. Ja. Okay. So. Gleis.
das hier, gell? Gut. Dann noch eine Plattform. Eine Vanilla. Und ja, alles mehr. Alles weitere können wir eigentlich später einrichten. Brauchen wir eine Unterführung? Schon, oder? Wie kommt sonst eigentlich die... Die kommen ja nirgends vorauf, oder? Na los. Wir setzen das. Hier gibt's den. Und hier. Hier gibt's den auch. Da mache ich ihn weg. Jetzt. Und dann machen wir noch doch noch einen Bahnhofsvordach wechseln. Gell. Dann haben wir gleich halbwegs fertig. Gut, so viel dazu. Die Straßen würde ich ja erstmal wegnehmen, warum und wohin auch immer die gehen mögen. Okay. Die brauchen wir hier generell noch nicht. Aber er will nur das ganze Stück abreißen. Auch nicht nötig. So. Dann gehen wir mal in den Gleisbau, gell? Und hier verlängern wir einfach erstmal, damit die KI uns keinen Strich durch die Rechnung machen kann. So. Und hier machen wir so. So wird ein Schuh draus, okay. So, und hier wird es dann etwas spannender, wie wir genau die Linienführung gestalten. Ich schaffe ein bisschen Platz. Ich denke mal, wir werden hier auch irgendwo durchgehen. Interessant, dass er da so hoch will. Es ist wirklich so hoch. Ja, auf so große, auf so kurze Stücken, denn mit der Absenkfunktion in der Mitte der Gleise zu arbeiten, ist natürlich komfortabel, aber taugt mir nicht mal so doll. Viel weiter senken würde ich gar nicht wollen. Mal gucken. Dann wird wohl die dahin kommen. Warum nicht? Also, so. Das hier ran. Und dann kommen wir vielleicht schon sogar durch bis direkt ans Gleis, an den Bahnhof. So, und hier mit Tunnel ein Stück höher. Bascht hier, bascht es nicht. Tunnel. Und irgendwie, also mir ist nicht klar gewesen, wann dieses Tunnelportal hier dazugekommen ist. SFS-Tunnel. Oder woher das generell kommt. Ich bringe das hier mal einfach rein. Wir gucken uns das gleich mal an.
Habe ich auch noch nie benutzt. So. Okay. Skurril. Wusste ich nicht, dass ich es habe. Oder dass ich irgendwo irgendwas irgendwie modifiziert geupdatet hat. Hier noch aufs Gleis. Bascht. Dann gehen wir noch ein bisschen mit dem Pinsel rüber. Dann ist das hier sicherlich eine schnelle Geschichte. Dadurch, dass das der Endpunkt erstmal ist, fällt mir meist hinterher ein, müssen wir nochmal ein Gleiskreuz mit einbringen, damit die Züge die Möglichkeit haben, nach dem Wenden auch die andere Fahrseite zu erreichen. Und, Achso, Schatten. Das baue ich einfach noch hier vorne mit ein. Gut. Dann können wir auch schon das Straßennetz hier ein bisschen modifizieren. Auch das heute mal alles umgeschnitten. Ja, mal so ein bisschen gemütlich durch, gell? Wobei mir die hohe Bürgersteigkanten auch immer nicht so gefällt. Riecht das ein bisschen tiefer? Ja, nur bedingt, gell? Ja, bleibt jetzt so. Und, können wir eigentlich direkt hier erstmal anschließen. Brauchen wir eine Überführung. Und die baue ich einfach später selber nach. Steil, gell? Ach, ich hasse es. Dann machen wir das folgendermaßen. So. Und so. Und hier hinten gehen wir einfach. So ist das gar nicht so schlimm, oder? Vielleicht sollte ich das ein bisschen gerader gestalten. Nee, lieber nicht. Dass er hier jetzt aufschüttet, ist ja nicht so meins. Muss ich aber oben tatsächlich von der Brücke runter. Na, sag mal. Also manchmal verstehe ich es nicht, gell? Dann spielt man zu lang rum und dann wird es doch auch nichts mehr. Wenn ich jetzt hier... Ah, ist auch schon wieder so steil. Aber gut, ist halt so. Machen wir so. Und hier hinten einfach... Gerade... ohne abfallend. Genau, das machen wir. Das verschönbauen wir nachher noch ein bisschen. So, mit Kurve, bisschen Radius. Ja, das ist noch nicht schön. Oh Mann. Jetzt bleibt es halt so.
sei es drum. Dann gehen wir hier noch einmal durch. Um der Stadt ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Und das gleiche auch hier in Grün. So. Und ich glaube, gar so können wir das eigentlich erstmal lassen, oder? Ja, würde ich sagen. Auch okay, weil es ganz schön hoch ist. Na gut, bleibt so, bauen wir später schön. Und ja, dann sind wir eigentlich schon wieder auf der Landstraße, die aber hier noch gar keine separate von uns genutzte Funktion hat, also können wir die lieblos mit der billigen, günstigen, kleinen Landstraße weiterbauen. Jetzt haben wir es, oder? Ach ne, hier fehlt es noch. Und hier fahren wir nicht über den See, sondern über den Berg. Gut. Dann wieder gemütlich ein bisschen alles nachpinseln hier. Hier hinten noch ein bisschen. Kann ja nie schaden, gell? So, und dann ist die Frage, wie binden wir hier eigentlich einen Bus an? Ich glaube, es reicht, wenn wir tatsächlich einfach nur eine Haltestelle an der Straße machen. Ich schau mal kurz drauf. Wir lassen den Bus hier durchfahren. Eine Ringlinie wird sich hier gut machen, gell? Wollen wir aber nicht, habe ich gelernt. Nicht so gut. Also machen wir die hier. Hier wendet der, fährt hier rüber. Fährt hier, hier. Okay. Dann machen wir es so. Also ich mag das auch immer wieder. Hat mir bis heute noch keiner einen Kommentar, glaube ich, geschrieben, wie er eigentlich diese, ja, Wendebuchten findet. Ob das eine halbwegs solide Alternative sind. Eine halbwegs solide Alternative ist zu den anderen Möglichkeiten, so einer Stadt Endhaltepunkte darzustellen. Und da fällt mir doch ein, ich habe mit dem User schon gesprochen, der hat mir eine super spannende Wendeschleife am Endhaltepunkt genannt, gezeigt, die ich noch gar nicht reingeladen habe. Wie mache ich es hier hinten? Hier mache ich es einfach. Hier mache ich es genauso, Freunde. Sorry, da bin ich heute ein bisschen leidenschaftslos. Es ist, wie es ist. So, Gebäude. Standard, Straßenbahn. With Glass Roof, no. Klein mit Dach, ohne Glas. Und da wird es hier eine geben. Und dann fahren wir hier lang, hier lang. Machen wir hier drin noch was? Sonst wird es irgendwie zu wenig sein, oder? Ach was, inner Kurve, peng. Dann natürlich vom Bahnhof. Und der User Hamburg hat mal gesagt, check und mach viele Haltestellen. Also hier kommen viele Haltestellen. So, das auch noch ein bisschen wegglätten. Ist noch was zum Wegglätten? Nee, hier ist auch schon mehr oder weniger das Industriegebiet. Dann können wir hier auch das Depot reinstellen.
Aber das sind doch schon wieder Häuser. Wohnhäuser. Wer wohnt schon gern direkt neben dem Depot? Wahrscheinlich schreien die ganzen Nerdys. Ich, alle, gell? Würde ich sogar verstehen. Aber nur selten der Fall. So, Offenbach. Neue Linie. Offenbach Bus 1. Und Offenbach Bus 1 fährt. So hier. Mit welchem Rollmaterial? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal rein. Ich sag's jedes Mal, gell? Da muss ich auch unbedingt mal nachladen. Mittlerweile haben wir fast alles einmal verbaut von den Standard. Wollen wir hier ein paar alte nehmen, ein paar nostalgische? Oder ein Icarus? Gibt's die auch als Stadt, die Iveco Crossways? Da lohnt sich ja fast nur einer. Ach, wir nehmen die zwei kürzen. Die Hans Dampf sind, glaube ich, oder? Hans Dampf sind Lieblingsbus. Und wieder mal einen anderen. Der VWL. Ach, wir nehmen den Limobil. Offenbach. So, zeig mal her. Also kurzer Radstand ist immer echt schnucklig, gell? Aber so soll es sein. Wo habe ich richtig kurze Radstandbusse gesehen? Ich glaube, in Rom gibt es verdammt kurz radständige kleine Busse, Stadtbusse. Da hast du Sorge, dass die nach vorne oder nach hinten umkippen beim Gas geben oder bremsen. So, das hätten wir auch. Dann können wir jetzt die Linie verlängern. Und zwar ist der RB2, der derzeit bis Lohberg fährt. Und jetzt dann weiter. Hä? Nach Offenbach fährt. Wo ist der Fehler? Ah, ich vermute. Nee, ich vermute nicht. Doch, ich vermute, ohne Oberleitung gebaut. Kann nicht funktionieren. Also, ja, des Zauberstäble. Und dann lösen wir das Problem. Haben wir es vergessen? Nein. Ansicht wieder nordweisend, damit wir uns orientieren. Und dann läuft's los. Cool. Damit sollte es auch gehen. Krass, wie die KI hier wirklich haarscharf. Ich sollte mal ein paar Schallschutzwände bauen. Machen wir später. Wie scharf die hier wirklich die Häuser eingestellt hat. Und krass ist auch, dass Lohberg echt irgendwie gefühlt gewachsen ist auf 433. Und wenn ihr noch wisst, wie geteilt Lohberg war, oh, hier müssen wir auch noch ein bisschen Brückenbau machen, dann finde ich, ist die Stadt echt gut schon wieder zusammengewachsen. Gehört ja am Ende auch nicht viel zu, aber ja, schaut gut aus. Und jetzt schauen wir nochmal auf den RB2. Linie verwalten, Fahrzeug verwalten. Wir haben tatsächlich bisher nur einen Twindex drauf. Der ist aber voll und macht bestimmt Sinn, einfach einen zweiten kurzen Twindex zu setzen, oder? Oder sollte ich gleich einen längeren setzen? Ich nehme den zweiten kurzen. Triebwagen elektrisch. Twindex. DB Regio. Triebwagen. Kenne ich gar nicht.
Also, Jacko wieder, kein Plan, von daher 0815 und trotzdem freue ich mich drüber. Die Dreiergarnitur, Vierergarnitur. Soll ich einfach schon mal. Ah, na. Mein Spessert. Wir nehmen die hier. Hoffe, es passt. Zack. RB2, Abfahrt, mein Lieber. Wir müssen noch irgendwann mal einen Alex raussuchen. Der gute Spechtli? Shit, Namen nicht im Kopf. Hat mir soweit einen Alex klar gemacht. Aber da fällt mir gerade ein, während ich davon rede, dass wir den nicht auf die RB-Strecken bringen, sondern er mir gesagt hat, die gehören eher auf die IC-Strecken. Und soweit ich das werten kann, hat er vollkommen recht. Von daher auch das ein Thema noch fürs nächste Mal. Und dann müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. So, jetzt geht es weiter um den Dammbau. Und wir hatten eben schon so einige Stellen gesehen. Ich fliege mal nochmal zurück in den Norden, denn da gibt es ein paar recht markante Stellen, die noch gedammbaut werden müssen. Da ich nicht mehr viel Zeit habe, nehmen wir noch ein paar kleine Stellen mit. Okay, das ist natürlich schon hier wieder eine echt große Nummer. Schnell wieder weg. Hinten gar nichts weiter, oder? Das haben wir tatsächlich schon gut fertig gemacht. Wisst ihr was? Dann bauen wir doch an den kleinen Stellen fix weiter. Davon gibt es schließlich noch genug. Und hier war die erste. Natürlich sieht das hier schon wieder echt bekloppt aus, aber das kriegst du von der KI einfach nicht ausgestellt. Wenn ich es jetzt abreiß, dann wird es wiederkommen. Aber wir provozieren mal die KI und gucken mal, was passiert. So, hier ist es. Schon lange nicht mehr drin gewesen, auch lange nicht mehr gedammbaut. Beton. Und das sollte eigentlich easy sein, gell? Wir schauen es uns an. Bis gleich. So, das wäre es mal auf die Schnelle dazu. Zaun baue ich hier noch gar nicht hin oder irgendeine Runterfallbegrenzung, weil ich ja nicht weiß, wie ich hier mit den Schallschutzwänden agieren werde. Und hier hinten fehlt noch wieder ein Gleisstück, was ich abreißen musste auf die Schnelle. Peng, so, ist auch wieder da. Ah, auch interessant. Okay, war das eben auch schon? Den habe ich mal wieder nicht gesehen. Schnell mal gucken, wie es hinten aussieht, aber da ist es ja unwesentlich und nicht relevant, genau. Also nochmal schnell zurück und hier die 6 und die 8 müssen getauscht werden. 2 und die 8 auf die 1. Und jetzt. Jetzt barscht es. Eigentlich bräuchte man dieses Kreuz gar nicht mehr. Das Abreißen. Lass mal noch stehen für den Moment. Ein bisschen Textur noch gleich, wenn wir schon mal da sind und jemand drauf schaut, beziehungsweise mir auf die Finger schaut. Gras hellgrün. Das wäre noch was für hier. Denn Felsenkontur nicht so meins. Ich meine, über das Gras kann man sich auch streiten. I know.
ich das hier noch schöner mache, weiß ich auch noch nicht so genau. Und dann hier oben Dreck. Gibt es Dreck? Dreck. Möglichst klein. Damit hier. Die unschönen Grashalme durch den Beton verschwinden. Weil das muss ja auch nicht sein. Aber schaut mal, der geht nicht weg. Keiner weiß warum. Hm. Na gut, so, so, so. Hier drüben nochmal lang. Würde ich sagen. Mir kommt gerade der Gedanke, ich freue mich auf so ein Update. Bin gespannt, ob was Sinnvolles dabei ist, was uns was bringt, was uns was hilft. War nur so ein Gedanke. Okay, ich gucke auf die Uhr und denke mir, eine gute Stunde ist bei mir rum. Wenn ich da ein bisschen nachschneide, wird es ein bisschen weniger für euch. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich am Ende. Und von daher, ich suche mir nochmal fix. Oh, viel zu groß. Ich suche mir nochmal fix einen schönen Endpunkt. Da ist es schon wieder. Na klar. Die 218er Doppeltraktion begleitet uns am Anfang und am Ende. So eine Bergstreckenfahrt müssten wir auch noch machen, gell? Aber da müssten wir halt auch erstmal noch die Bergstrecke sozusagen ein bisschen aufhübschen. Dass das dann wirklich schön kommt. Und hier, oh, wieso ruckelt's? Es ruckelt, Freunde, oh Mann. Ich halte schon so, dass gar nicht viel zu sehen ist. Und heftig, wie viel da drüben stehen. Also der zweite Twindex war dringend nötig. Wir haben uns auch noch gar nicht alles angeschaut, was ich noch machen wollte. Wie steht's denn hier eigentlich an der Haltestelle? Okay. Müssen wir mal schauen. Herrlich. So wunderschön, oder? Das ganze Spiel. Ich könnte mich im Keller einbuddeln, vergraben und das Spiel bis ans Lebensende spielen. Obwohl ich nur halb so bewandt bin zu diesem ganzen Thema wie die meisten von euch. Da kommt auch der Twindex, schnell neue. Ja, der Vierteiler. Ach man, schön. So, jetzt haben wir es aber wirklich. Hier rauschen wir schon weiter. Da gibt es auch viel mit Berge, gell? Ja, da kommt nichts mehr. Ja, viel mit Berge, viel mit Tunnel. Also, liebe Leute, schön, dass ihr reingeschaut habt. Schön, dass ihr vielleicht so lange durchgehalten habt. Ich freue mich über ein Kommi, über ein Like und über alles andere von euch. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Heute ist Donnerstag, wenn das Video rauskommt. Das nächste dann erst 3 Tage später wieder. Sonntag um 15.30 Uhr. Freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet. Der Checko sagt ciao, bis dann, bye bye. Macht's gut, servus.